Let's play Mass Effect 2, nächste Folge. Wir gehen zu Samara zurück, wir wissen den Schiffsnamen. Außerdem haben wir herausgefunden, dass unser kleiner Volus-Freund Dirk am Stecken hat und ebenfalls mit rotem Sand handelt, was für eine Droge ist in Mass Effect. So. Ach da, guck, er ist draußen, der Niftu. Ich weiß nicht, was sie mir verabreicht haben. Aber ich dachte, ich wäre... Nun, das haben sie ja gesehen. Wie auch immer. Danke, dass sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis sie ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier... Als sie da rumgestöbert haben, sind ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern sie ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für sie lohnen würde. Wenn sie sie dem Detective geben, bekommen sie nur einen warmen Händedruck. Tja, dann nehme ich den Händedruck. Ach, da sitzt sie, ist ja nicht mal in der Zelle. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Eclipse hat eine Adadyakshi von hier weggebracht. In Wahrheit sind Sie hinter ihr her, stimmt's? Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, ich habe die Spur der Adadyakshi verfolgt. Sie ist eine gefährliche Verbrecherin und ich werde sie ihrer gerechten Strafe zuführen. Natürlich erst, wenn ihre Mission erfüllt ist. Die Normandy liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe sie an Bord. Ich muss auf sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Wieso? Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Zu dumm, dass diese Elnora entkommen ist. Aber die erwische ich schon noch. Zumindest ist sie dank Ihnen auf der Flucht. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Was mit dem Bonus? Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ah. Ich kann beweisen, dass Pitney vor roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse.
Hier, nehmen Sie. Eine kleine geheime Kopfgoldbörse, alles klar. Andere haben so eine Börse, um Süßigkeiten zu kaufen. Nein, die haben eine Kopfgoldbörse. Punkte erhalten. Samara für das Team rekrutiert. Schrotflinte da. Okay, dann back to Normandy. Samara werde ich jetzt gleich in mein Team dann aufnehmen. Das heißt ja jetzt dann, wir haben alle rekrutiert. Glaube ich. Ich denke schon, ja. Dann können wir eigentlich gerade noch mit den beiden mal ein Gespräch führen. Einmal mit Samara. Ah. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir Sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. So, mal mit Thane reden und mit ihr dann. Jetzt muss ich nur gucken. Und dann müssen wir auch mal die ganzen Begleitermissionen machen. Die sind nämlich auch immer cool. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Habe ich. Von Lisbeth Bainham. Hey Shepard, ich habe gehört, was Sie auf Ilium getan haben und möchte mich dafür bedanken, dass Sie Zeus Hope schon wieder geholfen haben. Wir haben überlebt, wenn auch knapp. Die meisten von Exo-Chainies sind weg, aber ich bin als Gesandte geblieben, um dafür zu sorgen, dass von dem Torianer nichts zurückgelassen wird. Wir können dieses Problem nicht nochmal brauchen. Außerdem tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auf sie geschossen habe. Das habe ich zwar bestimmt schon gesagt, aber ich wollte es nochmal wiederholen. Viel Glück und nochmals danke. Dank Ihnen lebt Zeus Hope wieder. Beste Grüße, Lisbeth Bainham. Es könnte auch Ihnen passieren. Elkos Mailverteiler. Ein Trell lag im Ozean im Sterben. Er hatte das Capreu-Syndrom. Und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Was ist das für Scheiß? Das ist wieder so ein Spam. Sie haben mein Leben verändert. Hier, Grüße, Commander Shepard. Die Art-Zone hat mir gesagt, wie ich sie erreiche. Ich gehörte zur Putzkolonne in dem Dentius Towers. In die Dentius Towers, sie haben mir geholfen, dort rauszukommen. Zoni sagt, sie hätten auch Thane gefunden. Er hat einige der Eclipse-Söldner erledigt, die uns umbringen wollten. Und ich möchte sie fragen, ob sie ihm meinen Dank übermitteln können. Schon seine Bewegungen einer war tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt haben. Einem zweiten brach er das Genick. Den dritten erschoss er, alles innerhalb weniger Herzschläge. Das war unglaublich. Er hat sich bewegt wie ein Tänzer, elegant und kraftvoll. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und etwas in mir geweckt, das ich selbst noch nicht richtig verstehe. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber salarianische Leben sind kurz, um sie mit Putzen zu vergeuden, zumal wenn es da draußen noch so viele andere Dinge gibt. Ich werde etwas finden, um das einzufangen, was ich ihm gesehen habe. Diese Schönheit, diese ästhetisch perfekte. Sorry, ich bin gerade voll abgelenkt von meiner Katze. Sie ist mal wieder aus dem Zimmer raus. Jetzt muss das neue Licht die Tür absperren, sonst kommst du immer raus. Und ein paar hübsche Sachen zum Anziehen kaufe ich mir auch. Bitte sagen Sie ihm das, oder zumindest das, was Sie für angemessen halten. Das wäre wirklich sehr nett. Mit freundlichen Grüßen direkt. So. So, wo sind die beiden jetzt einquartiert? Steuerbord, Beobachtungsdeck, da müsste Karten. Nee, da ist Samara, okay. Shepard. Wie geht es Ihnen? Ich habe die vergangenen 400 Jahre allein verbracht. Es tut gut, mal wieder mit einem Kollegen zu sprechen. Auch wenn ich diesbezüglich etwas eingerostet bin.
Wenn Sie die Geduld aufbringen, würde ich mich gern unterhalten. Wie viel wissen Sie über unsere Mission? Ich weiß, dass ich geschworen habe, Ihnen zu folgen und dass Sie die Kollektoren vernichten wollen. Das reicht mir. Wollen Sie nicht wissen, warum die Kollektoren bekämpft werden müssen? Wenn man nach einem Kodex lebt, der einen zu hartem Durchgreifen zwingt, lernt man, wie gefährlich Neugier sein kann. Wenn ich einen Mann töten muss, weil er ein Verbrechen begangen hat, will ich dann wirklich wissen, dass er ein fürsorglicher Vater ist? Ich würde gerne mehr über den Verbrecher erfahren, den Sie auf Nos Astra verfolgt haben. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich über dieses Thema nicht sprechen möchte. Es hat viel mit meinem Kodex und meinem Glauben zu tun. Man könnte sagen, es ist etwas Persönliches. Ich muss Bescheid wissen, falls es die Mission tangieren kann. Wird es nicht. Okay. Was halten Sie von Cerberus? Ich habe Gerüchte gehört, bilde mir aber schon lange lieber mein eigenes Bild. In der Meinung anderer ist zu viel Platz für Interpretation. Warum waren Sie dann bereit, für Cerberus zu arbeiten, wenn Sie keine Informationen aus erster Hand hatten? Ich arbeite für Sie, Shepard. Unsere Methoden mögen verschieden sein, aber unsere Ziele sind es nicht. Ich gehe zurück zur Arbeit. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Das war jetzt irgendwie ein komisches Gespräch. So, Zane. Live-Support, da müsste hier drin sein, ne? Shepard. Als wir uns auf Ilium kennenlernten, habe ich erwähnt, dass ich sterben werde. Die Krankheit heißt Kepral-Syndrom. Sie ist nicht ansteckend, aber ich habe nicht mal mehr ein Jahr zu leben. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor 10 Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war. Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich überprüfe meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Konsole spielt Musik. Alt. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Mein Vater. Er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch, werfe ihn in die Luft. Er kreischt und lacht. Dreh mich. Die Konsole piept. Ich setze ihn ab. Klicke auf die Nachricht. Vater, bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen, sage ich. Ich sehe ihn nicht an. Ha? Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Colliard in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Diese Entscheidung hätte ich nicht erwartet. Warum haben Sie ihn nicht selbst großgezogen? Mein Körper ist mit Fähigkeiten gesegnet, die Leben nehmen. Die RNA haben diese Fähigkeiten optimiert. Davon abgesehen kann ich nicht viel. Ich wollte für Colliard ein anderes Leben und hatte gehofft, er würde seinen eigenen Weg finden. Wenn er mich dafür hasste, in Ordnung. Solange er nur nicht auf dem Pfad der Sünde geriet. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Das werden Sie mir erklären müssen. Losgelöst. Der Körper ist nicht unser wahres Ich. Das ist die Seele. Körper und Seele bilden in einer vollständigen Person eine Einheit. Wenn die Seele durch Verzweiflung oder Angst geschwächt ist, oder wenn der Körper krank oder verletzt ist, dann ist das Individuum losgelöst. Nicht mehr vollständig. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen.
Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Man heuert für einen Auftragsmord keinen blutigen Anfänger an. Ich fürchte, jemand ist wegen des Namens aufmerksam geworden. Und denkt nun, wir hätten auch die gleichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, warum er den Auftrag annehmen sollte. Vielleicht, um ihnen näher zu sein. Dieser Gedanke macht mir mehr zu schaffen als alle anderen. Vielleicht hat er auf sie verwiesen, um den Job zu kriegen. Möglich wär's, aber ich glaube es nicht. Etwas stimmt daran nicht. Mein Name... Er sollte ihn nicht respektieren. Thane, ich habe weder ihre Kontakte noch ihre Fähigkeiten beim Verfolgen von Spuren. Wozu brauchen sie meine Hilfe? Ich brauche ihre Hilfe nicht. Ich hätte sie nur gern. Als ich meinen Sohn das letzte Mal gesehen habe, sie haben ihre Leiche in Meeresranken eingewickelt und mit Steinen beschwert. Er will sich von mir losreißen. Ruft nach ihr. Die Hana lassen sie von der Plattform schweben. Sie singen wie ein Glockenspiel. Das Feuer ist erloschen, um neu entfacht zu werden. Er fleht sie an, sie nicht mitzunehmen. Sie lassen ihre Leiche ins Wasser gleiten. Er schlägt mich. Lass das nicht zu. Halte sie auf. Warum warst du nicht? Es regnet. Auf KJ regnet es immer. Warmes Wasser läuft sein Gesicht hinab. Es tut mir leid, aber ich habe nichts kapiert jetzt. Ich wollte nicht, dass Sie das nochmal durchleben. Ein perfektes Gedächtnis ist manchmal eine gewaltige Bürde. Warum ist er zur Citadel gegangen? Vor Jahren habe ich mal ein Paket für ihn gemacht. Als Erinnerung an mein verfuschtes Leben. Ich habe es einer Volusbank zur Aufbewahrung gegeben. Es sollte nach meinem Tod zugestellt werden. Er hatte schon bekommen, ich weiß nicht genau wie. Zu der Zeit, als seine Mutter starb, hatte ich auf der Citadel einen Job zu erledigen. Vielleicht ist er deshalb dorthin. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis sie mich brauchen. Zur Citadel fliegen. Aber naja, für viele reicht jetzt die Zeit sowieso nicht mehr. Mal eine 17-Minuten-Folge, auch nicht schlecht. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Mass Effect 2. Bis dann.